Seit 15 Jahren unterstütze ich Leute dabei, Gewicht zu verlieren und abzunehmen. Ich glaube, ich kenne so ziemlich alle Ernährungsprogramme und Diäten, die es gibt und habe insgesamt 5 Punkte identifiziert, die wirklich zum Erfolg führen und die seht ihr jetzt. Und der erste Killer für die Figur ist genau das hier, was so viel heißt wie kein Zucker, kein Weißmehl, keine schnellen Kohlenhydrate. Und das ist natürlich eine ganz banale Ansage, die ihr alle wisst, dass Zucker schlecht ist für den Körper. Die Frage ist nur, wo entscheide ich das? Hier entscheidet sich diese ganze Angelegenheit und ich kann euch nur raten, trefft diese Entscheidung ganz klar und ganz, ganz konsequent. Zucker hat ein irrsinnig hohes Suchtpotenzial. Das heißt, es ist wie wenn ich mir das Rauchen abgewöhnen möchte. Ich muss es wirklich knallhart machen. Nehmt euch 2 oder 3 Wochen vor, wo ihr wirklich keinen Zucker zu euch nehmt. Kein Weißmehl, keine Kohlenhydrate, die irgendwie künstlich sind oder die irgendwie schnell in den Blutzucker gehen. Ich nenne diese Dinger die Dickmacher-Kohlenhydrate und das ist mal der erste, allerwichtigste Schritt. Erfolgsfaktor Nummer 2, keine Zwischenmahlzeiten, keine Snacks, keine Knabbereien dazwischen. Unser Körper braucht wirklich eine lange insulinfreie Zeit, um in die Fettverbrennung zu kommen. Auch wenn es natürlich genetische Unterschiede gibt und es gibt ein paar Leute, die fahren mit vielen kleinen Mahlzeiten besser. Die meisten jedoch nicht, sondern sollten sich auf 3 große Hauptmahlzeiten beschränken. Und wenn ihr wirklich dazwischen Hunger bekommt, trinkt ein Wasser, esst niederglykämische Sachen, sprich wo euer Blutzuckerspiegel konstant bleibt, wie zum Beispiel ein bisschen Rohkost. Und das Ganze kann man noch toppen, indem man 2 bis 3 Mal pro Woche eine sogenannte 14-Stunden-Pause einlegt. Das heißt, zwischen Abendessen und Frühstück sollten 14 Stunden sein, wo ihr nichts außer Wasser zu euch nehmt, auch keinen Alkohol. Warum? Das kurbelt die ganzen Wachstumshormone an, die Fettverbrennung wird angekurbelt und damit könnt ihr auch langfristig immer euer Gewicht halten und bleibt jung. Ihr habt nämlich sogar noch einen Anti-Aging-Effekt. Der Killer Nummer 3 versteckt sich typischerweise hier drin, nämlich in so einem Packerl Chips. Jetzt sagt ihr natürlich, ach, Chips esse ich sowieso nie. Aber bei dem Thema Transfettsäuren, was unser 3. Erfolgsfaktor ist, nämlich keine Transfettsäuren, geht es darum, wie ein Detektiv zu sein, was Lebensmittel angeht. Transfettsäuren verstecken sich in sehr viel verarbeiteten und industriellen Produkten und aber auch in allen Dingen, die irgendwie frittiert sind, vor allem wenn es um ein schlechtes Öl geht, das oft verwendet wird. Transfettsäuren sind die Killer eurer Gesundheit. Definitiv. Also wenn es ein Fett gibt, was man wirklich aus der Ernährung streichen sollte, dann sind es diese Transfettsäuren, die auch wirklich dick machen und ihr fühlt und spürt das sofort, wenn ihr euer Leben wirklich reinigt von diesen schlechten Killerfetten. Erfolgsfaktor Nummer 4, das richtige Trinken. Jeder weiß von euch, dass man genug trinken muss, dass Trinken gesund ist und Stoffwechsel anregt und so weiter. Genau genommen sind es 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, wenn man abnehmen möchte. Das wird bei den meisten von euch zwischen 2 und 3 Liter sein. Was soll ich trinken? Merkt euch einfach, trinkt das, womit ihr zu Hause auch Fenster putzen würdet. Das heißt, ihr würdet nicht mit Limo Fenster putzen, sondern mit glasklarem Wasser. Das säubert euren Körper am besten und pusht den ganzen Fettstoffwechsel. Was ihr drastisch einschränken solltet, das ist das Thema Alkohol. Warum? Alkohol ist nichts anderes wie eine Zuckerverbindung. Das heißt, er wird als erstes verstoffwechselt, blockiert alles andere. Aber was noch viel wichtiger ist, jeder von uns weiß, Alkohol macht uns ein bisschen, naja, sagen wir mal, entscheidungsschwach und hemmungslos. Das heißt, wenn ich schon ein bisschen den Alkohol spüre, dann bin ich nicht mehr so diszipliniert, dann habe ich mehr Appetit, Alkohol verstärkt den Appetit und dann laufe ich viel mehr Gefahr, dass ich zu schlechten Kohlenhydraten oder überhaupt zu schlechten Essen greife. Eine Ausnahme sind vielleicht noch ungesüßte Tees, die kann man gerne mal dazwischen trinken. Ja, und beim Trinken ist es natürlich genauso eine Sache der Umsetzung. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr seid schlechte Trinker, macht euch echt einen Plan. Stellt euch auf den Schreibtisch ins Büro immer eine Wasserkaraffe, ins Auto immer eine Wasserflasche, beim Sport sowieso, beim Fernsehen sowieso. Also Wasser sollte immer irgendwo in Griffweite sein, weil wenn ihr durstig seid, dann ist es definitiv schon immer zu spät.
Erfolgsfaktor Nummer 5 wisst ihr auch alle, nämlich das ist Training. Nicht nur Bewegung und so Spaziergehen, was ich hier mache, sondern ein wirklich knackiges Training nach Plan. Und dieses Training beinhaltet insbesondere einen Krafttrainingsteil. Warum? Ihr braucht die Muskulatur, um euch vor dem Jojo-Effekt zu schützen, um euren Grundumsatz nach oben zu pushen. Und den Aufbau der Muskulatur, der funktioniert einfach am besten und am schnellsten mit einem knackigen Krafttraining. Und dieses Krafttraining ergänzt ihr dann um ein Cardio-Training, das heißt um ein Ausdauertraining, Laufen, Radfahren, Schwimmen, was ihr auch gerne macht. Und dann habt ihr in dieser Kombination einen optimalen Erfolg. Und wenn ihr dann noch Golf spielen wollt und mit den Kindern tollen wollt und mit dem Hund spazieren geht oder Treppen steigen wollt, dann ist es schön, aber das reicht nicht. Natürlich gibt es noch weitere Schräubchen, an denen ihr drehen könnt. Tipps dazu findet ihr im Übrigen auf meiner Website. Wichtig ist, dass ihr jetzt ins Handeln kommt. Geht nach Hause, misst es euren Küchenkasten aus, schmeißt den ganzen Mist raus, den ganzen Zuckerzeug, die ganzen künstlichen Kohlenhydrate, die ganzen Transfette, säurehaltigen Sachen und verbannt es aus eurem Leben. Geht in ein Fitnessstudio, lasst euch einen knackigen Trainingsplan machen von einem Trainer, sagt ihm genau, was ihr wollt und kommt noch heute in Bewegung. Nämlich darum geht es, sofort anzufangen, ins Tun zu kommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das alles noch so geht, was es für Tipps gibt, dann schaut weiter auf diesen Kanal, schaut hier zum Beispiel rein, wie das mit dem Zuckerstoffwechsel so funktioniert und bleibt auf jeden Fall dran. Klickt auf Abonnieren. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Abnehmen.